Monolog abgeschlossen. Hey. Noatun, Genesis, Kapitel 1. Auf geht's. Und mal schauen, was dort auf uns wartet. The sacred mountain of Fimbulventer. The joint supposed to be the link between Inferno and Paradiso. They say there is an entrance to Inferno, the gates of hell, somewhere on this mountain. No one knows where, though. Hell, no one even knows if it's true or not. The only reason this overgrown rock is worshipped like some god in the first place is that no one's ever been able to get close to the damn thing. It's like it don't want you there. Every climber ends up stranded or worse. And don't even try to fly a plane near that place, or bada-boo! But at least your soul doesn't have a long walk to whichever afterlife you got lined up, right? Hey, gerade recht. I'll wait for you in Noatun, at the foot of the mountain. Just hurry up with whatever it is you gotta do and get back there, all right? And the hotel's going on your account, with a mini bar too. Gotta keep myself busy while I'm waiting. Forget about it. I love those miniature drinks. Witzig, witzig. Oh, oh. Da ist sie, die John. Wer war sie denn? Haupt. I can't believe you, Enzo. I didn't know the in-flight service was exclusive to fat Italians. When the plane ain't free, you know. That reminds me, you owe Alex the kid for the charter. Whoa, yeah! Bayonetta 2. Nice, 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 nice. There it is. That's Fimbulventer. Not such a bad place when you look at it. Oh, but you gotta have a death wish to get close to that damn place, if you ask me. Wow. Gives me the heebie-jeebies. Will er nicht gleich landen oder so? What the hell? Where did these clouds come from? Oh, lol. Hi. Sorry, Enzo. This is where I get off. Say hi to the wife and kids for me. What? You're joking, right? I can't find this piece of shit! Sieht gut aus. Schätze, war jetzt heute wieder in Spendierlaune. Cryzex! Viel Freude, auch mit deinem 3-Monate-Resub für den T2. Danke, Shades of Ice. Danke sehr. Das ist verrückt. John, I'm on my way. Just behave yourself for a bit longer. Okay, schon können wir hier rumlaufen. Könntest wieder tatsächlich mit den ganzen Leuten hier interagieren und die ganzen Leute auch fragen und was weiß ich nicht alles. Allerdings... möchte ich das nicht. Und möchte eigentlich jetzt nur weit nach oben. Vielleicht so ein paar Truhen aufmachen. Das kriegen wir noch hin. Ein grüner Kräuterlutscher. Ach! Da kommt der Top-Tipper. LooneyX Official spendet 6,66 Euro. Hast du Hunger? Pizza-Time. Los geht's, Leute. Ich habe tatsächlich leider schon gegessen, das muss ich jetzt direkt am Anfang sagen. Danke sehr. Danke sehr, LooneyX Official, für die 6,66 Euro. Die Pforten Muspelsheims. Die Erinnerungsfragmente aus dem Ort, Autor scheinbar unbemerkt abhanden. Was haben wir hier? Betreten. Muspelsheim betreten, ja, auf jeden Fall. Zählt zu den Hobbys von Shades of Ice zufällig in einem Meer aus Geld schwimmen? Ich weiß nicht, wie du darauf kommst.
Geburtsstätte und Tummelplatz wahrhaftiger Krieger. Hier kannst du deine Fähigkeiten in Nadeln und Speeren kämpfen, messen, erinnern Ringe Siege und verdienen dir seltene Belohnung. Wer verliert, wird nicht bestraft. Du kannst die Herausforderung so oft annehmen, wie du willst. Dann gehen wir hier direkt wieder raus. Pülü. I don't want this. No. Die wurden aus irgendeinem Grund verschlossen. Gucken wir uns hier einfach nochmal ein bisschen weiter um. Ich habe einen Tresor voll Geld, wenn Yannick nicht streamt, schwimme ich wirklich da drin. Ey, voll cool. Wenn ich streame, gerne alles immer rüber zu mir. Ich habe kein Problem damit, das Geld anzunehmen. Ist gar kein Ding. Ich bedanke mich sogar. Sehr. Weiter geht's. Oh, ein Büchlein. Schwupp. Und noch ein Item. Noch so ein Lutscher. Nehme ich mir alles gerne mal gerade mit. Geht's hier in der Mitte irgendwie weiter? Sieht danach aus. Ein Portal oder so. Alright. Hallo. Was war das denn für ein Wesen? Fragmente der Erinnerung. Was ist da links? Noch ein Buch? Mann, sind hier viele Bücher. Man kann unter anderem die Bücher lesen und erfährt ein bisschen, oder man fragt mich und erfährt alles. Ja. Oh Gott. Wichtige Updates stehen aus. Das neueste Windows-Funktions-Update ist da. Die Installation der neuen Features und Apps kann etwas länger dauern. Nee. Zeit auswählen. Sonntag. Mittag. Du kannst doch nicht jetzt gerade ein Update machen. Bist du bescheuert? Stopp. Was soll das denn? Falls es irgendwann zu unsicher wird, das alles in einem Tresor zu haben, dann verstecke ich gern für einen Teil davon in meinem Portemonnaie. Tobi. Tobi, du streamst gerade nicht. Tobi, verzieh dich. Tobi, meins. Geh weg. Ich sollte mich, glaube ich, lieber, genau, auf die Teile konzentrieren. Uiuiui. Okay, der Ultra-Klimax ist hier. Ab geht die, Luzi. Gebackene Gecko. Wundervoll. Ohne weitere Zutaten nutzlos. Perfekt für mich. Küsschen aufs Nüsschen. Eieieiei. Update eine Stunde später erinnern. Runde weiterzocken, Zeit vergessen, PC-Shutdown während des Games. Passiert mir zu oft. Kenn ich. Kenne ich Looney X-Official. Das Ding ist, ein Kollege von mir hatte auch jetzt letztens das Update und er konnte nicht mehr auf später erinnern oder sowas drücken. Also er konnte nur seinen PC neu starten, anders ging's nicht. Er konnte nichts anderes mehr drücken. Es war natürlich ein bisschen doof. War natürlich ein bisschen doof. Ein Portal. Kommt da irgendein böses Wesen raus? Ein sehr böses Wesen, deswegen ist es ein rotes Portal. Ah, nee, da komme ich zu Rodin wahrscheinlich, ne? Der Weihnachtsmann. Ich kann mir zu gut vorstellen, wie der zum Essen bleiben musste. Anyway, tell me how my babies are doing. They're behaving quite well. They found plenty of playmates here. Figured they would. Noatune had some deep connections with Fimbulwinter and the Gates of Hell back in its day.
Wouldn't be surprised to find a few of those playmates that like it rougher than the typical bots. Anyway, you need any supplies, just make sure you keep bringing me these halos. And remember, I ain't here to get up in your business. My business is making things that do business. So don't come crying to me when you... You think you gotta do everything alone? I'm here to help. Just make sure you don't bust a cap in my ass. Großartig. Lieb es. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da jetzt schon irgendwie was holen können. Noch ein Sub. Ein Jahr schon. Das gibt's nicht. Super krass. Mayra, danke sehr, dass du jetzt auch schon ein Jahr dabei bist. Ey, super, super heftig. Bin zwar super gestresst momentan, aber es gibt mich hier auch noch. Mayra, take your time. Take your time if you need it. Wir werden dich nicht vergessen. Du kommst ja immer mal wieder gerne ganz kurz rein. Und das ist auch völlig in Ordnung. Danke, dass du schon ein Jahr supportest, Mann. Danke, 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 danke. Viel Spaß natürlich weiterhin. We've lit our prices on fire, so there won't be hell to pay. Come on, I got. Ich wäre nun mal nicht fürs Werbetext bezahlt. Merkt man, das merkt man doch. Dieses Symbol tragen nur die heißesten aller heißen Waren im Laden. Wenn du nicht weißt, was du suchst, vertrau einem bekannten Gesicht. Ich will das als Emote auf Twitch. Ich brauch das. Für Gründe. Großartig. Das ist ja wie gemacht für ein Twitch-Emote. Ich wette, irgendjemand, der oft Bayonetta spielt, hat das als sein Sub-Emote. Ich kann es mir vorstellen. Immer gern für jemanden, der es verdient. Och, Mayra. Ich werd rot. Danke sehr. Halleluja. Demnächst erhält ich das. Ein bisschen was dazugekommen. Hot. Das ist alles demnächst erhältlich. Hier können wir uns ein paar Items holen. Wo ich momentan erstmal noch nichts von brauche. Amiibo. Verrückt. Wir können uns... Der Afterburner. Klingt immer gut. Was macht der Stiletto? Den kaufen wir uns. Den Stiletto. Den holen wir uns. Leider habe ich kein Amiibo. Du kannst bis zu 32 Amiibo pro Tag benutzen. Berühre den Controller mit dem Amiibo. Also ein Amiibo habe ich, aber... Sieht aus, als käme dieses Paket aus... Hey, es kommt aus Hyrule! Was? Jede verdammte Seele wird wohl diesen Namen kennen. Eine Menge Geschichte, eine Menge Legenden. Das wird was Besonderes sein. Das wird unser Geheimnis. Wie cool! What? Mega cool! Ich habe nämlich gerade von The Legend of Zelda Breath of the Wild das, The Legend of Zelda Twilight Princess HD Remaster habe ich, den Wolf-Link mit Midna draufgelegt. Fuck, ich habe keinen weiteren. Zurück. Afterburner, wie muss man sich das vorstellen? Burrito Time! Genau so, Mann. Okay, weiter geht's. Oh oh. Oh oh. Da hat einer richtig Bock. Da hat einer ja mal so heftig Bock. Anonymous. Irgendwas funktioniert, glaube ich, mit Streamlabs gerade nicht. Dange Ange für ein T3. Das ist doch ein T3-Sub. An CorridDick00. Danke sehr. Vielleicht wurde er als Anonymous gepostet, weil in seinem Namen Dick ist. Und ich wollte das vielleicht nicht gezeigt haben im Stream. Daran kann es liegen. Danke, Ange. Für den insanen T3-Sub. Das ist verrückt.
Ihr seid einfach verrückt. Danke sehr. Oh, das sieht aus wie eine große Kampfarena. Da kann man gut fighten. Fight. Gegen wen kämpft ihr denn? Gegen ein kleines Mädchen? Das will ich aber nicht sehen. Oder... Der hat auf jeden Fall die Moves. Wer bist du denn? Digga, hat er das Ding von Yu-Gi-Oh? Warum? Warum hat er das Ding von... Scheiße. I'm never gonna reach Fimbulwenter at this rate. Well, at least it won't be a boring trip. Huh? You can see me. You're putting on quite a show, little magician. Oh, you like that, huh? Wait till you see the climax. Silly girl. You'll have to do better than that to earn a tip, my dear. Who the hell are you? I'm just an innocent little girl lost in Wonderland, suffering at the hands of the Queen's trumped-up troops. Cute one, huh? Enough riddles. How can you see me? Because we're both in Purgatorio, you see. Purgatorio? So, are we heading to Fimbulwenter on a shopping trip for Mummy, little one? Maybe. But she told me never to talk to strangers. Stay out of my way, or I'll make sure you never get in it again. Ooh, scary. Off with their heads, eh? Damn it. They must have heard me. Okay. Dann wollen wir mal, ha? Hallo, Herr Accolade, Erzengel der dritten Sphäre. Ich fall immer wieder drauf rein, dass er mich mit seinen Hinterpfoten einmal tritt. Hey, Kollege. Das hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht. Das wäre jetzt ein bisschen Overkill, ihn damit zu killen, aber... Juckt! Der Boy hätte dich zum Hearthstone-Duell herausgefordert. Ich glaub auch. Der Boy war auf jeden Fall sehr ready mit seinen Karten. Shit. Die haben mich gut erwischt. Oh, meine Hände werden gerade super langsam. Ich liebe, by the way, den Bayonetta OST. Finde ich auch richtig krass. Hallo, Hilly hat die Ente. Schön, dass du hier bist. Schon wieder. Ich will erstmal kurz euch hier loswerden. Den!
Ja, tschüss, mein Freund. Bye bye. Zack. Und wir haben sogar die Schallplatte bekommen. Will you look at that? Yippie. Mir geht's super, Hilliard, die Ente. Danke sehr. Goldene LP der Engelshymnen. Oh, yeah. Sehr schön. Ein neues Büchlein bekommen wir auch. Sonderbare Reliquien. So, da. Ah, jetzt können wir darauf laufen. Sehr cool. Oh oh. Ach, du wieder. Hi. If you're looking for the kid, he went that way. Unpraktisch muss dieser Kopf denn sein. Ich dachte mir gerade auch, wie verrückt ist dieser Kopf, Alter. Hi. Valiance. Cherub der ersten Sphäre. Alright. Auf geht's, Freunde. Bam! Alter. Au, au, okay, mach einfach. Just happened. Habt ihr es gerade auch gesehen, was ich alles gesehen habe? Sind diese ganzen Dinge gerade passiert? What? Where? Crazy. Bisschen crazy. Jede einzelne Minute im Spiel einfach so over the top, Alter. Ohne Scheiß. Das beschreibt es einfach perfekt. Dieses Spiel ist einfach so vollkommen over the top. Immer. Die Finisher sind awesome. Die Finisher sind das over the top, 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 topste. Das Spiel ist so unfassbar geil. Einfach weil es so absurd einfach ist. Hi. Wer bist du jetzt? Cachet und Compassion. Engel der dritten Sphäre, okay. Stell dir vor, du gehst der mal fremd, Urban. Hallo, ich weiche aus. Ich kann nicht mehr das Wort aussprechen. Ungeil. Wo kann ich meine Items einwählen? Wahrscheinlich hier, ne?
Ich glaube, ich nämlich, ich würde gerade ein Dings essen. Am liebsten den, der mir Leben wiedergibt. Davon habe ich gerade keinen, ne? Lebenskraft auffüllt. Das heißt, wenn ich nach oben drücke, dann setze ich das ein. Ist ja gerade auch egal. Machen wir ihn einfach fertig. Ah, man muss gedrückt halten. Dann kommt da so ein kleiner Ladekreis drum. Zip, seht ihr? Was machst du denn da? Ach du! Have you been naughty? Keeping secrets from Mummy? Nope. Nothing comes to mind, love. Sorry. But since this is your bloody mess, do you mind hurrying the fuck up and getting rid of this thing? Ich könnte ihn einfach da liegen lassen. That's no way to talk to a lady. No wonder your guardian angels are trying to give you a good spanking. Whatever, love. You've already been following me, so let's make a deal. You save me, I'll show you around this joint. Heading to Fimbulwinter, aren't we? That makes two of us. And it'll take two of us, won't it, love? You seem to have skipped school the day they taught basic negotiation skills. You're supposed to negotiate from a position of strength, little one. Not just be a one-trick pony. About that trick. See? You need my power too. Works too, I suppose. I don't have time to give a shit about who you are or why you're going to the mountain. Take me there and make it quick. You stay with me, Dali. And I promise you'll end up in one piece. Got it? Wait, stop. Before I show you the way, love, you gotta agree to a little condition. Ugh. Do we need to go over my lesson again? First, learn to talk to a lady. We don't react very well to being insulted, little one. Well then, I don't react to being called little one. The name's Loki. And what should I call you, love? I mean, ma'am. Do I look like a ma'am to you? Bayonetta or Cereza, take your pick. Cereza? You don't look like a Cereza to me. Well then, Bayonetta it is. Let's move, little one. Hey! I just told you my name is... You'll earn your name when you become a man. Nicht schlecht. Dann wollen wir nochmal. Hexenrezepte. Ui. Da haben wir alle. Der britische Akzent passt wirklich perfekt zu ihr. Ohne Scheiß. Die Scherben ergeben zusammengefügt den ursprünglichen Schrein. Splendid. Oh. Zerbrochenes Hexenherz. Oh, maximale Lebenskraft wird dadurch auch erhöht. Stimmt. Ich erinnere mich. Okay, man hätte aber auf jeden Fall schlechter spielen können, als wir es bisher getan haben. Wir sind momentan eigentlich echt ganz gut dabei. Gelber Mondlutscher. Ja, natürlich.
Toll, erstes Auftreten von... Nicht erstes Auftreten, aber... Mit das erste Mal, dass er so groß hier auftritt. Und ohne einen Angriff zu taken, fällt er einfach instant auseinander. Weil ich noch einen Ultra-Climax hatte. Well, I'm sorry. Ich finde es jetzt gerade schon anstrengend, dass ich auch wohl auf ihn achten muss. Weil ich sehe zumindest seine Lebensleiste auch. Ey! Warum zählt es eigentlich manchmal, wenn ich ausweiche? Und manchmal zählen die angeblich nicht. Dann jetzt so. War übrigens auch wieder der Klassiker. Ich sagte gerade noch, es läuft einigermaßen gut. Schon läuft so. Viel Glück. Denk dran, Französisch immer mit Zunge. Ach, französische Prüfung. Deswegen kamst du auf. Okay, gut. Urbane Tugend der zweiten Sphäre. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt gerade der Gegner, den ich hier haben will. Heilige Scheiße, leck meinen Arsch. Gerne vollkommen auseinanderkloppen. Zack, zack, zack! Geht doch! Woo! Baby! Oh, unsere erste Waffe. Oh, die sehen an uns auf jeden Fall ein bisschen kleiner aus. Nett. Kann man, glaube ich, machen. Gib ihm! Mach die Urbanane, die Urbanane kaputt. Die Urbanane, Digga. Jawohl. Mach die Urbanane kaputt, ey. Auf jeden Fall, Tobias. Auf jeden Fall. Die Urbanane wird sowas von drauf gehen. Lol. Ah, okay, wir können uns hier was Neues kaufen. Ist mir aber erstmal Schnurz. Hat da irgendwo einen Schatz auf uns? Sieht nicht so aus. Du solltest jetzt kurz da rein. Freunde. Der Comment wird jetzt nicht so oft getriggert. Freunde. Back fucking Seat Gaming. Möchte dieses Spiel spielen, ohne einmal zu hören, kauf dir doch das. Oder geh da jetzt unbedingt rein. Oder mach das. Oder... Boy. Heini Hupe, bei dir ist alles in Ordnung, Tim. Alles cool. Du liebst dieses Spiel einfach und du möchtest es mir am liebsten so beibringen, dass ich es auch lieben lerne. Das ist in Ordnung. Aber alle anderen, die irgendwie sowas schreiben und sowieso es... Freunde, chillt einfach. Wenn ich rage, dann lasst mich ragen, dann lasst mich tilten. Das gehört zum Spiel. Ich möchte das Spiel so erfahren, wie ich es erfahren würde, wenn ich den Stream noch nicht mal anhätte. Und ich persönlich, wenn ich das Spiel jetzt gerade spielen würde, ohne Stream, würde nicht da reingehen. Ich sag ja, Backseat Gaming wird mein nächstes Tattoo. Groß platziert auf die Stirn. Hi.
Hoheit, bist du gemeint, Loki? Sure. Just because you asked, tall, dark and ugly, that makes total sense. Du meinst, du könntest mir sagen, dass das mein Ende bedeuten könnte? Vielleicht hast du recht. Wir konnten auf jeden Fall sehr, sehr viel Schaden machen mit... ...dem, der Waffe. Jawoll! Hey, that's pretty good. Hey, that's pretty good. Warum kam nur bei dem Tipp jetzt ein Sound? Hey, that's pretty good. Kippere, danke für den Euro. Wie gut hat das denn gerade gepasst? Hey, that's pretty good. Ich hab ganz vergessen, dass ich den Sound eingestellt habe. Das hat's gerade irgendwie 10-mal so schön gemacht. Oh ja, 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 Klimax, ja, woohoo! I'm so ready. Es gibt tatsächlich die Sprache der Engel, aber die ist ausgestorben. Krass. Religion, Gottestod, oder wie? Real Rap, bei jedem Is That All You Got von Bayonetta, denke ich mir, sie wird Is That A Weed sagen. Hallo, Ben ist kreativ. Hallo, mein Kleiner. What the hell are you doing? Let go of me! So, little one, what's all this sovereign business about? Not a clue, love. Ui! Well, whatever. If your sovereignness is going to get in my way, our deal is over. And if we're going to have to meet any more of your friends, you'd better learn to take care of yourself. I'm quite all right on my own. Got it? Your tricks aren't going to work forever, little one. Uh-oh. More tricks, little magician. You've got more to offer than I expected. For the time being, though, stay here and don't get frisky. Hat sie den Hamster gerade zwischen ihre That is the one, is it not? Yes. I will never forget that face. Wir erinnern uns, den Typen haben wir schon mal gesehen, Freunde, nicht wahr? Nice! Damit ist das erste Kapitel auch schon durch. Between the titties! Ja, Mann, genau so. Enochisch. Genau dieselbe Engelsprache wie in Supernatural. Ah, okay. Verrückt. Will you look at that? Die stärksten der Umbra. Yeah.
Ein geheimer Pfad, der von der Kapitelauswahl direkt in Rolins Tor zur Hölle führt, hat sich aufgetan. Er wird bei deinem Abenteuer sicherlich äußerst nützlich sein. Das heißt, wir können jetzt zwischen den ganzen Kapiteln immer direkt in Rolins... Oder vom Hauptmenü aus können wir jetzt auf jeden Fall immer direkt da rein.